Oh, hallo liebe Leser und willkommen zum Videojahresrückblick 1996 und einer Vorschau auf das kommende Jahr. Sicherlich werden sich einige von Ihnen fragen, warum wir uns entschlossen haben, unseren Rückblick dieses Mal auf Video zu präsentieren, anstatt wie gewohnt im Heft. Das ist ganz einfach. Wir befragten nämlich prominente Mitglieder der Industrie nach ihrer Meinung und das kam dabei heraus. Every early indication is this is going to be, you know, a phenomenal opportunity. I think it's going to do really well. The necessity for killing everything in the universe. Okay, lovely. Yeah, it is a really daunting task. What's good for me is good for you. Durch so viel Zustimmung ermutigt, blieb uns natürlich nichts anderes übrig. Außerdem müssen wir ja irgendwie die CD vollpacken und ich muss ja auch ein bisschen Geld verdienen. Okay, 1996 war ein Jahr, in dem Programmierer nicht nur mit ihren Spielen für Neuigkeiten am laufenden Band sorgten. John Romero und Jay Wilbur verließen ID Software. Praktisch das komplette Programmierteam von Duke Nukem kehrte 3D Realms den Rücken. Die Designer von NASCAR und IndyCar Racing zeigten ihrem Brötchengeber Sierra die rote Flagge. Peter Molyneux machte mit Bullfrog keine großen Sprünge mehr und mehrere talentierte Newcomer machten auf sich aufmerksam. All das sorgte für einigen Aufruhr in der Industrie und die lustige Hatz auf den nunmehr vogelfreien Talentpool durfte beginnen. Besonders hart traf es Origin Systems. Warren Spector, der für das texanische Softwarehaus mehr als 15 Spiele produzierte, wechselte nach 7 Jahren treuer Mitarbeit zu Looking Glass. Er arbeitet zurzeit an Dark, einem Rollenspiel im Stil von Ultima Underworld. Fast zur gleichen Zeit wie Warren Spector verließ auch Chris Roberts seinen Arbeitsplatz in Austin. Chris, der mit Wing Commander die erfolgreichste Computerspielserie der Welt schuf, gründete sein eigenes Unternehmen mit Namen Digital Anvil. And also, you know, the future structure of my deal with Electronic Arts. Aber dieser Deal fand offensichtlich nicht statt. Kaum hatte man sich von diesem Schock erholt, folgte bereits die nächste Überraschung. Nach über 10 Jahren mit MicroBros gab Sid Meier bekannt, dass er soeben seine eigene Firma gegründet hat. Mit Firaxis will er an seine Superhits wie Civilization und Pirates anknüpfen. Sein letztes Produkt für die Firma, die einst Softwaregeschichte schrieb, ist Magic the Gathering, das gerade fertiggestellt wurde. Die Gründe für diese Transaktionen liegen wohl auf der Hand. Neue Gesichter bestimmten 1996 die Szene. Von Westwoods Adam Icecream, Designer von Command & Conquer Red Alert, werden wir in der Zukunft sicher noch einiges hören. Nicht zuletzt wegen Command & Conquer Tiberium Sun und Soul Survivor, der neuen Command & Conquer Multiplayer-Variante. Star Long wird bereits jetzt in Insiderkreisen als der inoffizielle Thronfolger von Richard Garriott gehandelt. Nachdem er zunächst als Co-Produzent für Ultima 9 verantwortlich war, übernahm er die Projektleitung von Ultima Online, das laut Aussage von Richard Garriott das wichtigste Produkt in der Firmengeschichte Origins ist. Seit Jahren ist Rusty Buchart einer der Garanten für den andauernden Erfolg von Interplay. Als Produzent der Star Trek und Descent Serie ist Rusty für einen Großteil des Firmenumsatzes verantwortlich. Sein neuestes Spiel, Star Trek Starfleet Academy, wird als potenzieller Top-Hit für das Jahr 97 angesehen. Währenddessen residiert in Britannia Manor, gänzlich unbesorgt über den Ansturm dieser jungen Wilden, Richard Lord British Garriott als unumstrittener König der Branche. Mit seiner aktiven Beteiligung als Designer soll er in diesem Jahr der Ultima-Serie nach der beinahe Pleite mit Pagan wieder zu altem Glanz verhelfen. Zwischendurch hält er sich mit Bodybuilding fit, nur für den Fall, dass er der immer stärker anrollenden Welle dieser vielversprechenden Newcomer mal eben seine Muskeln zeigen muss. Die besten Spiele des Jahres zu küren, ist natürlich immer eine recht undankbare Aufgabe. Sehen Sie also bitte von Drohbriefen ab, falls sich Ihr persönliches Lieblingsprodukt nicht unter den 5 folgenden Spielen befindet. Diese Spiele wurden nach den Gesichtspunkten Spielspaß, Präsentation und ihrer Wirkung auf den Softwaremarkt ausgewertet.
Den fünften Platz teilen sich FIFA 97 und NHL 97, zwei Sportspiele von Electronic Arts. Anstatt einfach zwei, drei neue Optionen zu programmieren und das Ganze als neu zu verkaufen, wurden diese Spiele von Grund auf neu entwickelt und präsentiert. An vierter Stelle platziert sich Toonstruck, ein schrulliges Abenteuerspiel, in dem es gelang, Animation und Full-Motion-Video glaubhaft zu integrieren. Und überhaupt gehört ein Spiel mit sadistischen Kühen, homosexuellen Vogelscheuchen und besoffenen Wölfen in jede gut sortierte Spielesammlung. Obwohl es Schumi nicht gelungen ist, in seinem italienischen Formel-1-Boliden die Weltmeisterschaft zu gewinnen, können sich virtuelle Cockpit-Jockeys diesen Traum dennoch wahrmachen. Für eine rundum gelungene Rennsimulation gelangt Formula One Grand Prix 2 gerade noch auf unser Siegertreppchen. Unter der Aufsicht von Programmierkönig Sid Meier gelang Microprose ein würdiger Nachfolger von Civilization. Neue Einheiten wie Spione, Ingenieure und Stealth-Bomber, kombiniert mit SVGA-Grafiken und Video, schufen eine zwar bekannte, aber komplexere Spielewelt, die einfach mehr Spaß machte als ihr Vorgänger. Noch nie zuvor hat ein Spiel im Vorfeld seiner Veröffentlichung eine derart große Erwartungshaltung ausgelöst wie Red Alert. Spielemagazine berichteten wie wild über Westwoods Echtzeitstrategiespiel, aber die Rufe nach neuen Informationen, Previews und Bildern rissen einfach nicht ab. In nur 4 Wochen wurden fast 200.000 Kopien abgesetzt und die User entwickelten tausende neuer Levels. Spiele wie Red Alert bringen die Spielergemeinde enger zusammen und erhalten die Attraktivität des Marktes. Herzlichen Glückwunsch, Westwood. Keine allzu großen Überraschungen hier, wenngleich auch einige deutsche Spielefans der Ansicht waren, dass die Auslassung bestimmter Szenen in Red Alert hinsichtlich einer möglichen Indizierung einer Bevormundung gleichkam. Dabei könnten sie eigentlich froh sein über die letztendlich erschienene Version. Den Aufklärungsjournalisten der PC Games ist es nämlich exklusiv wie immer gelungen, eine Version dessen zu ergattern, was Westwood ursprünglich der Bundesprüfstelle vorlegte. Absolut schockierend, nicht wahr? Da haben wir nochmal Glück gehabt. Okay, Produzenten, was wäre die Computerbranche ohne sie? Namen wie Al Lowe, Richard Garriott oder Roberta Williams sind jedem Computerspieler im Ohr. Sie versorgen uns mit einem nie versiegenden Quell neuer Produkte, die unser Hobby so interessant, abwechslungsreich und teuer machen. Daher küren wir im nächsten Bericht unseren Produzenten des Jahres 1996. Es war einmal ein Mann mit Namen Bill Steely. Der war so reich, dass er sogar eine Softwarefirma gründen konnte. Weil er sich aber mit Computern nicht auskannte, heuerte er den berühmten Programmiermeister Sid Meier und dessen Schüler Andy Hollis an. Zusammen gründeten die drei ein Unternehmen namens Microprose. Aber schon bald hatte der reiche Mann genug vom Computerspielen und tat, was jeder reiche Mann in seiner Situation tun würde. Er gründete eine neue Firma, diesmal alleine. Da waren Sid, Andy und Microprose ganz traurig. Andy war sogar so traurig, dass er zu einem anderen Meister wechselte,
Dieser Meister, ein Riese namens Electronic Arts, schickte Andy auf Wanderschaft und schließlich begann er eine neue Lehre bei einem freundlichen Zauberer namens Origin, der eine ehrgeizige Schwester namens Janes hatte. Weil der arme Sid nun ganz alleine war, verkaufte er Microprose an ein braungebranntes kalifornisches Unternehmen namens Spectrum Holobyte. Aber, oh Schreck, Origins Schwester Janes kam und zwang seine Programmierer mit Geld für sie zu arbeiten. Jetzt hatte Sid aber endgültig genug. Er machte sich auf den Weg um die Ecke und gründete seine eigene Firma. Weil er aber keinen Vertrieb hatte, rief er den Riesen Electronic Arts, der ihn dann zu dem Zauberer Origin schickte. Und, liebe Kinder, wisst ihr, wer dort schon auf Sid wartete? Andy, sein Schüler von früher, der jetzt selber ein großer Meister war und seinen früheren Lehrer weinend begrüßte. Und deshalb ist Andy auch unser Produzent des Jahres. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann soll uns das recht sein. Das war wirklich eine wunderschöne Geschichte. So, das waren sie also, die Ereignisse des Jahres 1996 in Kurzform. 1997 verspricht mindestens ebenso interessant zu werden. Viele Firmen werden mit ihren Produkten neue Wege gehen. So hat beispielsweise Sierra vor, King's Quest 8 und Quest for Glory 5 als Multiplayer-Spiele zu veröffentlichen. Künstliches Leben oder Artificial Life wird im nächsten Jahr wesentlich mehr an Bedeutung gewinnen. Westwood plant mit Soul Survivor eine reine Online-Version innerhalb ihres Command & Conquer-Universums. Andere Firmen hingegen hüten ihre Spiele wie Staatsgeheimnisse. In dem folgenden Film werfen wir einen Blick auf 5 Produkte, die 1997 mit Sicherheit für Furore sorgen werden. LucasArts verspricht in diesem Jahr die Veröffentlichung mehrerer Produkte aus dem Star Wars-Universum, darunter X-Wing vs. TIE Fighter und Rebellion. Bereits im April können wir mit Jedi Knight rechnen. In dem Dark Forces-Nachfolger übernimmt der Spieler die Rolle von Kyle Katarn, der zwischenzeitlich zum Jedi-Ritter herangereift ist und den Einsatz der Macht erlernen muss. Der Spieler kämpft erstmals mit dem Lichtschwert, der traditionellen Waffe der Jedi-Ritter. Über 45 Minuten Full-Motion-Video garantieren die totale Star Wars-Experience. Fünf Jahre hat es gedauert, diesen Sommer soll es soweit sein. Red Baron 2 ist der Nachfolger des bisher besten Flugsimulators aus dem Ersten Weltkrieg. Auf der Seite der Alliierten oder Deutschlands liefert man sich Luftgefechte über dem Himmel Frankreichs. Über 40 verschiedene Flugzeuge stehen dem Spieler zur Verfügung. In historisch korrekten oder selbst entworfenen Schlachten können Sie herausfinden, ob Sie das Zeug zum Top Ace haben. Lands of Lore 2, Götterdämmerung oder Guardians of Destiny in der US-Version, wird von Rollenspielfans mit Spannung erwartet. Die Programmierer von Westwood arbeiten bereits seit 4 Jahren an diesem Produkt, das mit dem Vorgänger nur noch Teile der Story gemeinsam hat. In technischer und grafischer Hinsicht ist dieses Spiel dem ersten Teil weitaus überlegen. Die Entwicklung der Game Engine alleine nahm 3 Jahre in Anspruch. Die Werbung für dieses Spiel ist in den Staaten bereits angelaufen, daher ist mit einer baldigen Veröffentlichung zu rechnen. Interplay nutzt die Classic Star Trek Lizenz in Star Trek Starfleet Academy nicht etwa für ein drittes Abenteuerspiel, sondern vielmehr für den ersten Star Trek Flugsimulator. Als Kadett der Starfleet Academy fliegen sie Simulatormissionen gegen Klingonen, Romulaner und sonstige Bedrohungen der Föderation, wobei ihnen Captain Kirk, Sulu und Chekov hilfreich zur Seite stehen. William Shatner, George Takei und Walter Koenig konnten für die im Januar abgeschlossenen Filmarbeiten verpflichtet werden. Get them. Fire!
Ein wesentlich erwachsener wirkender Guybrush Threepwood, angehender Freibeuter und potenzieller Ehemann von Elaine, begibt sich zum dritten Mal auf die Jagd nach dem Geisterpiraten LeChuck. Dieses Spiel wird für viele überraschend nicht in den USA, sondern in England von einem komplett neuen Designteam entwickelt. Es bleibt zu hoffen, dass der Witz und die Ambiance der Vorgänger nicht im ach so anspruchsvollen britischen Humor untergehen. Get them. So, damit wären wir also am Ende angelangt. Die gesamte Redaktion der PC Games wünscht Ihnen ein gesundes und erfolgreiches Jahr 1997 und möchte sich an dieser Stelle recht herzlich für die von Ihnen erwiesene Treue bedanken. Tschüss, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.